Verwirrt. Verwirrt. Immer wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Alter, das kann richtig gut sein. Also sollte man ein verwirrtes Deck bauen, wobei man nicht aussuchen kann, wann man es halt bekommt, aber ein Deck bauen mit sehr hohen Kostenfähigkeiten? Ja. Oder erhalte in deinem Zug Energie. Tue ich das oder so? Also ein Energie mehr. Bei Kartenbelohnung erhältst du 2 Karten weniger zur Auswahl. Ach so, mein Deck wächst ja nicht so schnell. 4 statt 3, das ist mächtig. Aber halt weniger Kartenauswahl. Behält man das Deck zwischen den Runs? Es wächst genauso schnell, aber du hast keine Auswahl mehr. Ja, ja. Glowing Orb meint nein und behält die Decks nicht. Deck hält nur einen Run. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, wenn ich länger durchhalte. Wusch, fortfahren. Die Stadt. Wir sind schon seit einer Stunde dabei. Da wäre ein Händler. Ja, einen Händler sollten wir auf jeden Fall nochmal zeigen. Aber noch nicht bisher bei einem Händler waren, das ist ein letztes. Also gehen wir hier lang durch den Fragezeichenraum und dann zum Händler. Der wievielte Run ist das? Der allererste. First try, first boss gelegt und so. So, 3 mal 1 mal 5. Geht nur auf einen, ne? Hm. Das ist eine doofe Hand. Und wir kriegen 5 Block, ja. Und das Blutbad mache ich dann auf irgendeinen davon. Wobei, wir können Boomerang machen auf einen. Das sind 9 Schaden. Und 20 sind wir bei 29. Dann sollten wir einen von denen killen, die... Warum sind das so komische Sachen? Ist das nur Deko? Das Goldene? Ja. Geben wir einen Vogel. Hä? Tooltip. 3-mal zufällig, nicht immer der gleiche Gegner. Okay, und warum hat jetzt das Ding uns da gerade keine 20 Schaden gemacht, sondern nur... 10. Flug. Verringert zugefügten Angriffsschaden um 50%. Okay. Achte auf den Status. Tut im Flug. Wir wollen nur alle fertig machen. Regeneriert sich Flug? Ich hoffe nicht. So, ja, ja, komm, weiß nicht. Hit me. Immer wenn du TP verlierst, verlierst du einen weniger. Die gelben Ecken sollten nicht da sein. Sieht nach einem Grafikbug aus. Und habe ich da was ausgewählt irgendwie? Das sieht nach einem Rahmen aus für den Gegner. So, jetzt machen die schon mehr Schaden. Und der Flugdingens wurde erhöht. Wieder hergestellt. Fügt allen Gegnern 4 Schaden zu. Und dann noch einen Block. Verwundbar. Und ein Block, der mich schützt und den allen nochmal Schaden macht. Und dann nochmal mehr wegen dem Verwundbar.
Ne, war nur 4. War nicht beeinflusst von dem Verwundbar. Das war gut in dem Feuer. Das waren 5 Angriffe mal 1 Schaden. Ich dachte, da stand einmal 5 und nicht 5 mal 1. Na gut, dann würden wir gerne jetzt einen von diesen Fiebsviechern töten. Geht in die Hälfte vom Schaden, ne? Das heißt, wir müssen 12 auf den da machen. Ja, kill damit, weil der ist der Einzige, der Schaden macht. Haben wir noch 3. Dann hau... Stopp. Dann verwund den und hau dann. Dann kriegt er 8 Schaden. Dann kriegt er nur 4 Schaden. Es geht auch nicht auf, ne? Und N-Flügeln kann ich ja auch nicht, weil ich 3 Energie habe. Vorne steht der Angriff und hinten die Anzahl an. Das ist doch eine doofe Reihenfolge. Doch, das geht. Was geht? Das entflügeln? Wie soll ich die entflügeln? Der hat 3 Flugdingens. Also ich muss ihn 3-mal treffen und er ist dann das Flügeln weg. Ich mag den Namen. Ja, ich mag den Namen auch. Vogel. So, unser Nameco. Schlag, Knaufschlag, Toben. So, Schlag macht 6 Schaden. Er macht 3 Schaden. Knaufschlag macht 9 Schaden, also 4,5, also 5 sind wir bei 8. Wo kann ich 3 stehen lassen? Und Toben macht 4, so bei 12 und der hat 13. Wenn Flug weg ist, bleibt er weg. Er ist ja nicht tot, aber fliegt nicht mehr. Ah, okay. Also was war das jetzt? Schlag, Knaufschlag, Toben. Schlag, Knaufschlag, Toben. Oh, okay. Rechts. Nur noch stark, also super. Der ist betäubt. Kommt er jetzt wieder hoch nach einem Angriff? Oder ist er... 2x5. Oh ja, hier auf jeden Fall Flammenwall. Und das kleine Küken natürlich. So, Flammenwall. Finish him. Super. Nicht 2x5, sondern 5x2. So, erhalten, erhalten. Wir kriegen Pluskarten sogar. Füge 10 Schaden zu, mische einen Benommen in den Nachtzielstapel. Okay. Füge 16 Schaden hinzu, kostet aber 2 Energie. Kann beliebig oft verbessert werden. Beliebig klingt sehr mächtig. Also wenn man sehr lang Run hat und das gerade am Anfang bekommt. Das ist halt super für ein Blockbild. JJ sagt 1. Was willst du mir sagen, JJ? Dass ich den nehmen soll? Tendiere ich auch zu, ja. Je nachdem, die Verbesserungen sind bei den meisten anderen Karten lohnenswerter. Meistens ist es besser, eine andere Karte zu verbessern. Okay. In Verbindung mit der Machtkarte ist die mittlere Karte toll. Achso, weil Block nicht verschwindet. Ja, da muss ich die Machtkarte aber auch gezogen haben. Du kannst doch immer keine Karte nehmen, um dein Deck nicht zu verschlechtern. Ach, papadapap, mehr ist besser. Oder so. Ich nehme die hier. Weil Benommenheit hatten wir es vorhin überlebt mit 40 Benommenheitsdingern im Stapel oder was auch immer. Und konnten trotzdem noch halbwegs spielen. Eine Karte fällt ja gar nicht auf. So. Weiter. Hi. So, du bist sehr gepanzert und du machst jetzt 6 Schaden 2-mal. Guck mal, jetzt kriegen wir schon mal 18 Schaden. 28 Schaden für Lau. Wir können alle spielen. Wir können die ganze Hand ausspielen. Ich glaube dann... Achso, wir haben keinen Stärke-Drinks mehr.
Ja, hier, gib ihm. 1, 2, 3, 4. Jedes Mal geht auch sein Dingens da runter, ne? Ja, schade. Mhm. Das ist benommen. So, Teufelsfeuer. 18 Schaden ist. Und ein Debuff. Aber ich krieg das eh nicht ganz geblockt. Ich mach lieber Feuer Go. Wenn du was mit Karten ziehen auf der Hand hast, immer möglichst früh spielen. Eventuell geben sich dadurch neue Möglichkeiten. Na, guter Punkt, ja. Kriegen wir jetzt richtig auf den Deckel. Plus Debuff und überhaupt. Ja, wir regenerieren jetzt 12. Weil irgendjemand das Relikt gut gewählt hat. So, Barrikade ist jetzt da, aber es ist zu spät. Der da ist schon tot, er weiß es noch nicht. Er kriegt jetzt. Halte 3 Block, warum nur 3 Block? Achso, weil wir geschmettert sind. Dadurch wird er dreimal getroffen. Das heißt, er verliert dreimal seinen Panzer da unten. Wir müssten nur einmal vorher sein Dingens irgendwie kaputt machen. Also ihn verwundbar machen, dann den Bumerang und dann verteidigen wäre meine erste Idee. Und da ich ja taktisch das Spiel lernen soll, gucke ich jetzt nicht nach rechts auf den Chat, sondern mache das einfach. So, verwundbar. Help. Und verteidigen. Poink. Verwundbarkeit und Blutbad. Gewagter Ansturm. Ja, ist jetzt irrelevant, weil das ist die letzte Runde. Blutbad zuerst oder zuerst ein Schlag? Ich glaube zuerst ein Schlag, damit die Panzerung weg ist und das darunter geht. Kyria schreit immer nach Blut und Feuer und Gedärm. Ich weiß auch nicht. Schmettern macht auch verwundbar. Ja, ich weiß. Aber es kostet 2 Punkte. Ich mache es mit dem Schlag. So, dann ist das schon mal weg. Und dann Blutbad. Gott. Interessanter Gegner, gerade wegen dieser 15 Panzerung. 2 Energie, oh, ist mächtig. Wut. Immer wenn du in diesem Zug einen Angriff ausspielst, erhältst du Block. Das ist eine super Karte. Erhalte 7 Block, erschöpfe eine zufällige Handkarte. So. Kampf oder Fragezeichen? Fragezeichen können echt interessante Sachen sein, ich nehme Fragezeichen. Das ist das Ding immer noch. So sieht man sich wieder. Kenne ich nicht. Ein vergnügter, zerzauster Kerl. Das ist eine Frau auf dem Bild. Sieht man ganz eindeutig an den. Kommt mit fröhlichen Schritten auf dich zu. Du kennst diese Frau nicht. Ich bin's, Ranvide. Hast du heute Sachen für mich dabei? Das Übliche? So ein Typen wie ich? Schaff's nicht alleine, weißt du? Du musterst sie misstrauisch und wägst deine Möglichkeiten ab. Wir können einen Trank geben. Kriegen dafür ein Relikt. Wir können Gold geben, kriegen ein Relikt. Oder wir verlieren Eisenwelle und kriegen ein Relikt. Wir können sie anknuffen. Hanfis sagt angreifen. Wir haben bisher Gold noch gar nicht verbraucht, aber ein Händler kommt bald, stimmt. Ich mag die Tränke da oben.
Kriegen wir, wenn sie angreifen und besiegen, auch ihre Licht? Ich gebe dir eine Karte, wir haben mehr als genug Karten entdeckt inzwischen. Musterhaft. Dies sollte ich nun in meine Kammer genauer studieren. Sie kramt in ihren Taschen. Hier, schau, was ich heute für dich habe. Nimm mit, nimm mit. Ein Sparschlund. Erhalte auf jeder erreichten Ebene 12 Gold, bis du das nächste Mal Gold im Laden bezahlst. Wie lange dauert so ein Match? Wie viele Ebenen hat der Spire? Nein, das will ich nicht wissen. Ist okay. Geh auch zum Händler. Hi. Die Hand. Ziehe drei Karten. Du kannst in diesem Zug keine weiteren Karten ziehen. Blutriss. Immer wenn du durch eine Karte TB verlierst, erhält eine Stärke. Für den ganzen Kampf. Füge drei Schaden zu, ziehe eine Karte. Kostet 0. Vorausdenken. Ziehe zwei Karten, lege eine Handkarte auf den Nachziehstapel. Erschöpft. Hast du am Ende des Kampfes genau oder weniger als 50 HP deiner TP, heile 12. Das sind Artefakte alles, ne? Huh? Das sind Tränke oder sind es alles Tränke? Das sind alles Tränke, oder? Also, Trank sind verwendbare Gegenstand, kein Relikt. Fragekarte. Bei künftigen Kartenbelohnungen hast du eine Karte mehr zur Auswahl. Also das Gegenstück von der Krone. Erhöhe beim Aufheben deine Max-TP um 7 und heile alle deine TP. Also ich glaube, die oberste Reihe sind Relikte, das untere sind Tränke. Und Excited hat subscribed. Dankeschön. Blocktrank. Wir haben schon zwei Tränke und ich würde ganz gerne das Platz noch übrig haben, wenn wir Tränke finden, dass das nicht irgendwie verloren geht. Also wir sollten in den nächsten Kämpfen davon was benutzen. Max TP. Ich glaube, das ist langfristig am besten. Damit kommt man richtig weit. Denk an dein neues Relikt. Naja, auf jeder Ebene 12 Goldmünzen. Was? Wir sind jetzt gerade auf der zweiten Ebene, nach anderthalb Stunden. Ich denke, so hoch wird das nicht. Oder ist damit wirklich jeder Schritt auf der Karte gemeint? Jeder Raum? Oh. Ja gut. Dann kaufen wir gar nichts. Kämpfen. Zwölf Schaden und Buff. Ich muss gar nicht gucken, was da steht. Da steht bestimmt gleich wieder Blutbad, weil sie jedes Mal steht, wenn es auf der Hand ist. Ich mach ver... Ich mach Blitz und Donner, damit verwundbar auf dem da ist. Dann mache ich 10 Schaden damit und dann Blutbad. Erhalte 2 Energie. Wähle eine von drei zufälligen Machtkarten. Nimm sie auf die Hand, sie kostet in diesem Zug. Das ist sehr mächtig, das sollten wir für einen schwierigen Kampf aufbewahren. Ich glaube nicht, dass der Kampf hier schwierig wird. Ich mache mal Energie. Ich weiß aber nicht, ob es sofort darauf gerechnet wird oder quasi nur auffüllt. Deswegen verwende ich erst die Energie und trinke dann den Trank. Also, Blitz und Donner. Gut. Dann Schaden.
Blutbad. Und Trank. Trinken. Und draufhauen. Und oh. Na gut, verteidigen. Hexewechsel-Kyria. Du meinst, weil sie aussieht wie eine Heilerin und dass ein Tank vorne ist und man eigentlich Heiler zuerst killen soll? Zu spät. Sie ist eine Heilerin. Ja, aber wir kriegen schnell genug Daumen. Ah, Fab. Ja, wenn alle Handkarten Angriffe sind, das ist kein Angriff. Okay. Dann machen wir. Greift gar nicht an, dann bringt das gar nichts. Das ist ein doofer Zug. Das ist ein sehr doofer Zug. Schlag und passen, ja. So, Toten ist dabei, die Barrikade ist dabei, aber die bringt mir jetzt nicht direkt. Der muss diese Runde sterben, sonst kriege ich Schaden. Das wären jetzt nur 5, 11. Ist zu wenig. Ja. Also einfach burn. Mother Fieber burn. Ja. Barrikade lässt was 0 kosten. Oh, was? Dein Block verfällt nicht mehr zu Beginn deines Zuges. Was hat das mit Kosten zu tun? Dein Relikt. Oh. Okay. Ja, das habe ich nicht bedacht. Aber sie ist jetzt allein, das wird passen. Heiler, die sich selber heilen. Ich mach viel mehr Schaden als du, Mädel. Ich hau nicht so weit von weg. Immer wenn du in diesem Kampf einen Angriff ausspielst, erhalte 3 Block, aber es brauchen keinen Block. Und mach's trotzdem. So, und dann prügel sie. Und prügel sie. Ja, hier das zuerst spielen sollen. Und prügel sie. Ja, komm, heil dich für 16. Du buffst dich für mehr Stärke. Mhm. Ich kann sie schmettern, dann mich buffen und dann Zusammenstoß machen. Ich glaube, das bringt mehr. Und sonst hätte ich auch noch den Ansturm gehabt. Ja. Gut. Bumerangschwert, ein besseres. Und ich verstehe jetzt, was gemeint ist, dass ich auch nicht Karten immer annehmen muss. Weil ich habe jetzt ein Bumerangschwert im Deck und ich habe ein Bumerangschwert Plus im Deck. Hätte ich die ganze Zeit nicht Karten genommen, hätte ich das Bumerangschwert in der Zwischenzeit aufstufen können bei den Lagerfeuern. Und hätte dadurch nicht so ein überladenes Deck. Aber jetzt wirf ich es einfach voll mit Kram, sonst geht auch schon. Boah. So, wir können zu einem Händler, wir wollen jetzt ja gar nicht mehr einkaufen, wir wollen Gold sammeln. Wir können zu einem bossartigen Gegner oder wir können erst zum Lagerfeuer, dann zu einem bossartigen Gegner. Ich glaube, ich gehe erst zu einem Elite-Gegner, sorry. Ich gehe zuerst zu einem Elite-Gegner und danach können wir uns ausruhen, falls der Kampf zu schwer war. Eine große Hand mit dem Dolch.
Der macht mir 2x6 Schaden. Nicht 6x2. Das ist ein asiatisches Spiel. Wegen von rechts nach links. Wenn dieser Gegner dir Schaden zufügt, erhalte eine Wunde auf deinen Abwurfstapel. Wir können 2x blocken und wir kriegen 1 Schaden weniger. Das reicht dann. Kommt nichts durch. Ja. Boah, der will HP. Ich hätte die ganze Zeit 73, ne? Trank. Trank. Gute Idee. Ja. Trank. Trinken. So, interessante neue Karten. Metallschicht. Erhalte immer am Ende deines Zuges 3 Block. Fertigkeiten kosten 0. Immer wenn du eine Fertigkeit ausspielst, erschöpfst du sie. Das heißt, sie ist aus dem Spiel raus. Schmerzfrei. Immer wenn eine Karte erschöpft wird, halte 3 Block. Ich glaube, es wird nicht so viel erschöpft. 1-1-1-1-1. Das mit dem Bulkwart zusammen wäre wahrscheinlich das Optimum. Hä? Wollt ihr das deswegen, dass ich das nehme? Wahrscheinlich. Ja, 1 ist gut. Ich nehme Metallschicht. So. Okay, achso, weil die Barrikade da unten gerade liegt. Kann das deswegen sein? Die kostet aber trotzdem 3 Punkte. Also ich sollte jetzt erst die anderen Sachen spielen, die alle 0 Punkte kosten. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt alle spielen kann, danach die Barrikade? Erst Barrikade. Ich muss den Chat kurz erstmal beruhigen lassen. Die scheinen zwei komplett verschiedene Sachen zu sagen. Erst die kostenlosen, dann Barrikade. Das Bulkwag macht die einzelne Karte auch umsonst. Immer wenn du eine Macht ausspielst, haben wir gerade, kostet eine zufällige Handkarte in diesem Zug 0. Das sieht nicht zufällig aus. Schmettern, Barrikade, dann egal. Schmetter wegen dem Verwundbar. Schmetter kostet 0. Ja, ich bin halt ein bisschen irritiert, weil da steht zufällig. Und das hier sieht nicht zufällig aus. Spiel ist jetzt schon ziemlich kompliziert, wenn man solche frickeligen Sachen nimmt. Aber okay. Schmettern, Gegner. Dann Barrikade, richtig? Nein. Du könntest ja alle Nuller spielen, dann Barrikade. Dann muss die erste Karte ja auch 0 kosten. Was? Hast doch eh noch 3 Energie. Also egal, ob du sie erst jetzt oder später spielst. Okay. Dann mache ich jetzt den gewagten Ansturm. Der kostet normalerweise eh 0. Ah, das kann ich nicht spielen, weil es eine Machtkarte ist und keine Angriffskarte. So, die war jetzt nicht kostenlos. Haben wir uns gerade im Chat zu sehr darüber aufgeregt und es war eigentlich vollkommen egal, was ich mache. Ihr macht das schon, ist okay. Also schön, dass das Spiel so frickelig sein kann in manchen Situationen. Halt ähnlich wie bei einem Magic oder Yu-Gi-Oh! Oder was auch immer Match, wo man auch teilweise diskutieren muss, ob das denn so Sinn macht in den Regeln, ob das so gemeint ist und so weiter. Das gehört halt auch dazu.
go. Und das Ding in Zerhackstücke, mich jetzt richtig? Ja. Drei Attacken, A6. Dann block ich und block ich. Und verwunde dich. Oder mache ich erst Schaden? Weil er macht jetzt 9 Schaden. Ja, ich mache 9 Schaden. Durch. 12 Block, weil er mich 4-mal angreift. Super. Probat. Toben spiele ich eigentlich ganz gerne, weil es dann schneller wiederkommt. Ich mache Toben und Flammen, weil... Du hattest zuletzt halt 50% Chance, dass die richtige Karte auf 0 gesetzt wird, was auch geklappt hat. Ah, okay. Ich glaube, Gero hat das mit dem zufällig kostenlos nicht ganz verstanden. Er dachte wohl, es wird erst beim Ausspielen der Karte gewürfelt, ob sie kostenlos ist. Ja, richtig. Die Macht selbst wird nicht kostenlos. Hm. Okay. So, ich tob mal und ich Flammenball mal. Schade, dass jetzt so wenig andere Sachen da sind, die angreifen können. Noch eine Wunde. Das ist ein garstiges Ding. Auf jeden Fall ausruhen gleich. So, was haben wir? Einfach alle spielen. Ja. Zwei Runden. Drei Runden. Okay, wir können. Ich muss jetzt sterben, ne? Ja, das heißt, wir verteidigen uns. Wir zerschmettern und machen einfach die hier. Das sind 12 Schaden, plus 50% sind es 18 Schaden. Plus die... Ja, ist tot. Ja, puh. So. Eine Matroschka-Doll. Die nächsten zwei Truhen, die du öffnest, erhalten 2 Relikte. Also 4 Relikte insgesamt. Nice. So, das nehmen wir nicht. Füge 6 Schaden zu, nimm eine Kopie dieser Karte auf den Abwurfstapel. Was? Dadurch ist die Karte dann noch 2-mal im Spiel und cycle durch. Und dann kann ich 2-mal für 0 Kosten 6 Schaden machen. Dann wird es immer mehr. Fahrt zur bösen Seite da mal. Ja, kriegen wir Zorn. Also. So. Was macht er mit seinem Bett, wenn er sich ausruht? Hm. Ah, Scheiße.
Das sollte ich nehmen. Aber ich habe keine anderen. Ja, schreibe wieder nach dem Blutball, alles klar. Könnte sich lohnen, Zorn aufzustufen, wenn sie kopiert wird. Ja. Machtkarten haben manchmal die Verbesserung, dass man sie am Anfang des Kampfes gleich in der Hand hat. Oh. Am Ende hast du dann halt 200 mal Zornkarten im Deck, was ja aber kein Problem ist, weil dann ziehst du 5 Karten, also 5 mal Zorn, du machst 30 Schaden. Barrikade lässt eine andere Karte wieder 0 kosten. Ach stimmt, das habe ich wieder vergessen. Ja, dann machen wir Barrikade Wut. Zusammenstoß Blutbad. Wut kostet eh 0, deswegen ist sie bei 0. Dadurch wird jetzt nicht verwurstelt, was das da macht. Richtig? Erst Wut, ja. Dadurch wurde jetzt nicht das Ding da getriggert, das wird jetzt erst getriggert, weil das dann, ne? Nicht genug Energie. Was? Nein, es wurde schon getriggert. Ah. Aber warum kann ich jetzt den Nullen machen? Ja, das wurde direkt bei der Barrikade getriggert. Ach so, okay. So, und dann Zusammenstoß. 18, dann komme ich zu seiner Rüstung wenigstens einmal durch. Oder warte, 18 plus 50 sind 27, dann ist er tot, richtig? Ja, dadurch werden wir dann verwundbar. Trotzdem ist er tot. Gott. So, und jetzt müssen wir versuchen, da durchzukommen. So, du willst 15 Schaden machen. Wir kriegen jede Runde 3 Schaden. Auf jeden Fall blocken. Und toben, damit es durchcyclen kann. Ja. Also wir müssen jetzt ein paar Mal durch seine Panzerung kommen, sonst bleibt er immer bei 14 Schild. Das ist nervig. Wenn du die Karte drüber hoverst, zeigt es dir den gesamten Schaden. Also, wenn verwundbar da ist. Okay. Also ich tendiere jetzt verwunden und Teufelsfeuer geht nicht. Gewagter Angriff im Teufelsfeuer. Knaufschlag. Gewagter Angriff im Teufelsfeuer. Weil es 2 Schaden mehr macht, als Teufelsfeuer machen würde. Nee, das ist leider falsch, glaube ich. Weil je öfters Teufelsfeuer dann durchkommt, desto mehr verliert er von dem Panzerrüstungsding. So, und die Karte bleibt auch im Deck. Sie verschwindet nur, wenn ich sie spiele, richtig? Bei Knauf zieht er aber eine neue Karte. Das heißt, ich bewahre mir Teufelsfeuer jetzt auf. Okay, das heißt...
Schmetter macht 8, sind noch 6 über. Ich mach gewagter Angriff. Knauf. Also gewagter Angriff, dann ist er 10 und das ist auf 4. Dann mache ich den Knaufschlag. Das wird immer noch auf 4 Karten, aber er hat keine Rüstung mehr. Dann habe ich 4 Karten. Ne, ich habe 3 Karten plus Feuer. Dann mache ich Teufelsfeuer. Dann kommen 3 Angriffe A7 durch und er verliert 3 Panzerungen und geht auf 11 Panzerungen runter. Und ich soll allgemein immer zuerst die machen, wo man Karten zieht. Also mache ich zuerst die Kartenziehkarte. Ja, ändert nichts. Auf 10 sogar. Ah, sehr schön. Gut, der macht nur 6x2 dieses Mal. Verteidigen sollte man wahrscheinlich jedes Mal mitnehmen wegen dem Zorn. Okay, Bumerangschwert, verteidigen, Zorn. Schlag. Alles. Das ist ein leichter Zug. Irgendwas, was man zuerst machen sollte? Nö. Also, mach Schaden. Ach, stopp. Doch. Wir machen zuerst einen Schlag, damit das runtergeht. Dann machen wir Zorn, damit es nochmal runtergeht. Und dann bumerangisieren wir ihn 4-mal, um 4 von der Panzerrüstung wegzumachen. Und da bleiben wir. Schön taktisch das Spiel, ja, auf jeden Fall. So, Flammenwall wegen Bulkwark-Dingens auf jeden Fall ein Kandidat. Geht nur, wenn alles Angriffe sind. Das. Da können wir viel machen diese Runde. Ich würde sagen, Flammenwall, verteidigen, Zusammenstoß. Müsste passen. Flammenwall. Verteidigen. 17. Und jetzt Zusammenstoß. Und nochmal einen runter. Sei wieder. Jetzt bist du einfach nur tot, ne? Ja, jetzt bist du einfach nur tot. Machen wir so Zorn. Dann schnetzeln. Und dann weg. Jo. Goldkarte. So, Zusammenstoß ist nett. Aber wir haben inzwischen so viele Karten im Deck, dass es teilweise tricky ist. Das ist kein Kampf, ist nicht gut. Ist auch eine Fertigkeit. Ich nehme trotzdem die. So. Kiste oder Kiste. Und da können wir uns ausruhen. Ich gehe zu der Kiste. Und da sollten jetzt ja zwei Relikte drin sein. Ein Schleifstein. Verbessere beim Aufheben 2 zufällige Angriffe. Bumerangschwert. Ey! Spiel! Kann man sich irgendwo einstellen, dass es nicht sofort alles wieder verschwindet? Lang drücken zum Bestätigen. Was ist das? Bumerangschwert und Toben. Ja. Aber trotzdem. Toben Plus. Ja, schön. Toben mag ich ja. Wenn du den Deck anschauen willst... Ja, das weiß ich. Anzuziehen. So, Laterne. Erhalte im ersten Zug jedes Kampfes eine Energie. Aber nur im ersten. Aber ist auch sehr gut. Das ist der Fakt. So, ausruhen, aber dann aufstufen und nicht schlafen. Weil wir gierig sind. Achso. Schmieden.
Und ich würde gerne Zaun aufstufen. Ja. Weiter.